Ho, ho, meine lieben Bücherfreunde, heute im sechsten Türchen meines Highlights Adventskalenders stelle ich euch Nevermore von Jessica Townsend vor. Ein Buch, das schon lange in der BookTube-Community so ein bisschen unterwegs war. Besonders Claudi von Beauty Butterflies hat immer wieder davon geschwärmt. Und ja, auch ich bin dann dieser Sucht verfallen, habe alle drei Bände, die es aktuell im Deutschen gibt, auch gelesen. Und ich freue mich jetzt schon, wenn es denn irgendwann auch den vierten Teil gibt. Dieser ist, glaube ich, für nächstes Jahr Oktober angekündigt. Mal sehen, vielleicht greife ich dann auch einfach zum englischen Band. Aber ich habe bisher die drei Bände, die erschienen sind, auch gelesen. Ich blende jetzt das Hardcover-Buchcover ein, was ich persönlich nicht ganz so schön finde. Vielleicht machen wir auch einen kleinen Switch im Schnitt und gucken uns vielleicht doch einfach das Taschenbuch an, was mir persönlich von der Optik tatsächlich viel, viel besser gefällt. Ich weiß, es ist bestimmt Geschmackssache und hat auch eigentlich gar nichts mit dem eigentlichen Highlight zu tun, aber ich finde es so schön, dass die Taschenbuchausgabe die Originalausgabe-Cover bekommen haben und definitiv wird auch eher dieses Buch mit diesem Cover dann bei mir einziehen und irgendwann im Highlight-Regal stehen. Aktuell, ja, habe ich nur die drei E-Books gelesen. Bisher erschienen drei Bücher sind Fluch und Wunder, das Geheimnis des Wunderschmieds und Leere Schatten. Und der vierte Band ist auch schon angekündigt, da habe ich mir jetzt aber den Titel nicht aufgeschrieben. Nevermore ist eine magische Jugend-Kinderbuchreihe. Also durchaus für Leser von zum Beispiel auch Harry Potter absolut geeignet. Wir haben Magie, wir haben Fantasie, wir haben eine innovative Geschichte. Aber um was geht's denn eigentlich? Wir treffen auf Morrigan Crow und bei ihr handelt es sich um ein verfluchtes Kind. Diese Kinder werden für alles verantwortlich gemacht, was in ihrem Städtchen oder in ihrem Dorf irgendwie nicht so richtig funktioniert. Also sie ist zum Beispiel dafür verantwortlich, dass ein Mitschüler nicht im Buchstabierwettbewerb gewinnt und so weiter. Natürlich total unfair, ungerecht, man hasst dieses ganze Dörfchen und fühlt absolut mit Morrigan mit. Das Tragische ist an diesen verfluchten Kindern, dass sie an ihrem 11. Geburtstag sterben sollen und werden. Doch bei Morrigan kommt es anders, denn sie landet auf einmal durch eine spektakuläre Flucht in Nevermore, in einer magischen Stadt, die wirklich wunderbar ist. Also das muss man wirklich sagen, hier hat Jessica Townsend wahnsinnig viel Fantasie bewiesen und schickt uns zusammen mit Morrigan eben nach Nevermore. Dort sind wir in einem Hotel untergebracht, bei dem sich die Räume nach Stimmung des Gastes verändern. Großartig, hätte ich für meine Wohnung sofort. Also bin ich absoluter Fan. Zudem gibt es jetzt eben einige Aufgaben, die Morrigan lösen muss und soll und dann eben auch an einer magischen Schule aufgenommen zu werden. Aber das ist gar nicht so einfach, denn es gibt natürlich viel Konkurrenz und viele, die schon viel, viel länger wissen, was in ihnen steckt und es ist wahnsinnig tolle Fantasy. Es macht mega viel Spaß, es ist unterhaltsam, es ist packend, es ist spannend, es hat diese Magie, die eben auch so Kinder- und Jugendbücher einfach haben, wo man merkt, Kinder schauen halt doch mit anderen Augen auf Fantasie und glauben eben noch an Wunder und das wird in diesem Buch wirklich wunderbar rübergebracht. Es ist kreativ, es ist innovativ, es hat spannende und tolle Wendungen, es ist fantasievoll, es ist bildhaft erzählt, es macht das in der richtigen Mischung, nicht zu viel, nicht zu wenig, man kann sich die Charaktere toll vorstellen, die Wesen, das Hotel, die Stadt, die Schule, die Aufgaben. Es passiert so viel im Kopfkino, das ist wirklich richtig, richtig toll. Ich mag den bildhaften Stil von Jessica Townsend unglaublich gerne. Ich fand es toll, dass wir eben durch den Blickwinkel eines Kindes haben und wenn man so denkt, wir haben hier wieder eine Elfjährige, das ist natürlich so auch die Mischung vom Kind zum Teenie, das beginnt ja so ein bisschen, das ist ja auch so, ich finde elf ist immer so eine magische Zahl, egal ob man es bei Nevermore ist, ob man bei Harry Potter ist oder ich habe auch irgendwas anderes gerade gelesen und da war auch eine Elfjährige oder ein Elfjähriger
Ja, richtig, in der Weihnachtsgeschichte. Also 11 scheint auch irgendwie so eine magische Zahl zu sein, wo man dann eben einfach sagt, da kann man eben eine Kindergeschichte erzählen. Besonders auch die Charaktere. Also nicht nur Morrigan, die wir hier kennenlernen, mit der wir auch ein bisschen älter werden und größer werden und viel erleben. Wir haben natürlich hier einfach sie als Punkt in der Geschichte, die uns mitnimmt. Aber auch die Nebencharaktere sind toll gezeichnet. Ich fand so viele so kreativ und schrullig und skurril und ein bisschen merkwürdig. Und dann auch die Magie, die angewendet wurde, richtig, richtig toll. Ich hätte es ja gar nicht erwartet, dass mich diese Geschichte so umhaut. Aber wirklich, Band 1 war richtig großartig. Band 2 hat mir unglaublich gut ebenfalls gefallen. Bei Band 3 hatte ich, glaube ich, 1, 2 Kritikpunkte. Aber nichtsdestotrotz ist diese Reihe dieses Jahr ein Highlight für mich, weil sie mich einfach unterhalten hat, mir gezeigt hat, dass Wunder durchaus möglich sind und mich auch einfach mit Kinderaugen wieder hat durch die Welt gehen lassen. Und das schaffen nicht viele Bücher. Nevermore von Jessica Townsend hat das aber geschafft und hat auch bei mir so ein bisschen den Weg geebnet, wieder ein bisschen in diese jüngeren Jugend-Kinderbücher zu blicken. Und es wird im Kalender, glaube ich, auch irgendwann noch ein anderes Kinderbuch auf jeden Fall folgen. Und das macht einfach so, so viel Spaß. Und ich frage mich, warum ich mich so lange eigentlich, obwohl ich ja großer Harry Potter Fan bin, so ein bisschen dagegen gewehrt habe. Aber ich, mein Herz hat Jessica Townsend absolut erreicht und auch im Sturm erobert. Eine richtig tolle Reihe, eine tolle Trilogie bisher, aber sie geht weiter. Ich glaube, geplant sind 5, 6, 7 Bände, Claudia. Korrigier mich gerne in den Kommentaren. Es wird auf jeden Fall eine längere Reihe und ich freue mich da auf jedes einzelne Buch. Und das war es jetzt schon, das 6. Türchen. Ich wünsche euch heute einen tollen Nikolaustag, wenn er denn bei euch vorbeischaut. Und ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß mit dem Video. Lasst es euch heute am 6. Dezember gut gehen. Ich freue mich, wenn wir uns im nächsten Video, im nächsten Türchen wiedersehen und sage Tschüss, eure Steffi.